Im gesegneten Monat Ramadan werden viele von uns großen Nutzen haben, Alhamdulillah. Viele von uns nutzen die Zeit und viele von uns strengen sich an. Und dafür werden wir von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Dafür, dass wir fasten, insha'Allah. Ich möchte hier einen bestimmten Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nennen. Er betrifft viele Muslime heutzutage. Der Hadith handelt vom Fasten. Wer von Lügen und lügnerischem Handeln nicht ablässt, dann liegt Allah nichts daran, dass er auf Essen und Trinken als Fastender verzichtet. Meine lieben Geschwister, leider ist das die Situation vieler von uns. Ja, wir fasten, wir verzichten auf Essen und Trinken. Aber in unserem Verhalten handeln wir gegen die Gebote Allahs. Wir verhalten uns nicht, wie es sich gehört. Und alles, was wir so von unserem Fasten haben, ist der Hunger und der Durst. Und das ist nicht der Sinn des Fastens. Viele von uns sind im Glauben aufgewachsen. Fasten würde bedeuten, auf Essen und Trinken zu verzichten. Doch Fasten ist viel mehr als das. Wir sollen mit unseren Augen fasten. Wir sollen mit unseren Händen fasten. Mit unserem Herzen und allen Gliedern. Wir sollen mit unserem ganzen Körper fasten. Es geht nicht nur darum, auf Nahrung und Wasser zu verzichten. Das schafft jeder. Aber das echte Fasten geschieht aus Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann verzichten wir nicht nur auf Wasser oder Nahrung. Wir verzichten auf unsere Begierden und geben Acht auf unsere Worte und unsere Taten. Leider sieht man bei vielen Muslimen heutzutage schlechtes Benehmen, während sie fasten. Wir hören hässliche Wörter aus ihrem Mund, Verleumdung, üble Nachrede und Schimpfwörter. Und diese Dinge lassen dein Fasten dahinschwinden und verringern deinen Lohn bei Allah. Der Monat des Ramadan ist eine Zeit, in der wir unsere Worte und Taten nutzen sollten. Denn wenn wir schlechte Worte und Taten setzen, gehorchen wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und dann braucht Allah subhanahu wa ta'ala unser Hungern nicht. Allah braucht unser Fasten nicht. Wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen seine Belohnung, die wir erhalten, wenn unser Fasten aufrichtig ist, insha'Allah. Meine lieben Geschwister, der Hadith besagt, Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wer immer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Lohn fastet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben. Und wenn wir wollen, dass uns alle Sünden vergeben werden, müssen wir auf unsere Worte achten, auf unsere Handlung. Denn der Hadith besagt, wer von Lügen und lügnerischem Handeln nicht ablässt, dann liegt Allah nichts daran, dass er auf Essen und Trinken verzichtet. Meine lieben Geschwister, dieser Monat des Ramadan ist kostbar. Lasst uns die Zeit nutzen. Lasst uns unsere Worte nutzen und unsere Handlungen, indem wir Gutes sagen und uns angemessen verhalten, indem wir alle Formen des Bösen aus unserem Leben verdrängen. Denn das ist die beste Art und Weise, dass uns der Ramadan die größte Belohnung bringt. Das ist der wahre Sinn des Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Worte und Taten im Monat Ramadan reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten und unsere Ibadat annehmen, die wir in diesem gesegneten Monat vollziehen. Amen.